Leute, jetzt passt aber mal gut auf. Als ich heute morgens aufgewacht bin, so 14 Uhr, da ist mir doch vor Schreck glatt die Margarita aus dem Mundwinkel geplumpst. Ein paar Nächte bei Frederik Nummer 6 ist erschienen und keiner hat mir Bescheid gesagt. Wenn ihr genauso gehypt seid wie ich, dann lasst jetzt einen Daumen nach oben da. Dankeschön. Aber glaubt mir eins. Den Screenshots und Teaserbildern ist nicht zu trauen. Und so heiße ich euch herzlich willkommen zu Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator. Wo die Dinge ein wenig würziger sind. Das wirkt so herrlich unschuldig. Ich glaub dir nicht. Design Pizza. Liebend gerne würde ich das tun. Wähle deinen Belag aus und stell deine eigene Pizza zusammen. Mit dem größten Vergnügen. Ich finde, das sieht schon lecker aus. Also ich mag meine Pizza eigentlich nur mit Fungis. Ich will eigentlich ausschließlich Fungis da drauf haben. Na gut, vielleicht noch ein paar Zwiebchen. Was ist das? Das ist Purple Guy aus der Hose gefallen. Okay, wir legen jetzt einfach mal alles an Gemüse drauf, oder? Ja, wir müssen ja schließlich ein bisschen auf unsere Gesundheit achten. Da wir jetzt die Spezialität des Hauses kreiert haben, können wir wohl zur Pizzeria gehen. Oder was? Oh, verstehe. Jetzt können wir hier so ein paar hungrige Mäuler stopfen oder was? Das ist aber nicht die Pizza, die ich kreiert habe. Meine Fungis. Wozu habe ich denn das gemacht? Sag mal. Na, 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 na. Da freut mich aus tiefster Seele, dass ich den kleinen Kids hier gerade einen wundervollen Tag bereite, oder? Oh, das werden immer mehr. Das Geschäft brummt offensichtlich. Ich bin schwer erstaunt. Du bist sofort dein Gemüse, junger Mann. Easy, Freunde. Easy Fütterungsaktion. Oh, hi, Shadow. Na? Du willst mir doch nicht bei meiner Pflichterfüllung im Wege stehen, oder, Kollege? Doch, er will. Was für ein hundsgemeiner Schuft würde Kindern die Pizza klauen wollen? Also, sowas geht ja wohl echt gar nicht. Yes, Freunde! Und wieder ein Gesicht glücklich gemacht, oder? Oder? Mom? Ich hab das Videospiel kaputt gemacht. Hilfe! Was zum Teufel? Oh, hi. Na, Baby, haben wir heute Morgen die Schminke vergessen oder hat man nicht endlich verschrottet, du aller Müllhaufen? Ich meine, ganz süßer Müllhaufen. Herz allerliebst. Bitte nicht fressen. Oh, ach, Sie möchten sich also auf den Job bewerben, ja? Haben wir denn auch ein paar Referenzen? Okay, Sie sind eingestellt. Begin tape. Leaving Dead Space 3. Oh, Dead Space habe ich auch mal gespielt. War kacke. The purpose of this tape is to test automated response times and reactions from vintage interactive attractions following audio stimuli. Oh Gott, warum muss ich das machen? Tape, that means that not only have you been checking outside at the end of every shift as you were instructed to do, but also that you have found something that meets the criteria of your special obligations under paragraph 4. Follow these instructions, document response times, then safely secure the space before leaving. Upon sealing the room, you are not to return. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Okay, eine Audionachricht und dann die Reaktionszeit testen. Was zum Teufel geht hier ab? Mach das sofort aus! Document results. Ich soll da... Begin audio prompt. Ich kann das gar nicht lesen! 1. No. Alter, ich hol gleich die Men in Black, ey. Ich glaube, die sind Spezialisten für solche Fälle. Document results. Alles klar. Gar keine Reaktion. Ist das jetzt gut oder soll ich mir Sorgen machen? In 3, 2, 1. Komm, give it to me, baby. Was für einen Sound magst du denn? Leg doch mal hier einen soften Beat auf. Vielleicht zeigst du dann ein bisschen die Woogie Woogies oder sowas. Auf. Die springt mich gleich an. Okay, keine Reaktion. Mach ich das gut? Begin audio prompt in 3, 2, Nein! 1. Mama, die ärgern mich. It's a new day. It's your time to shine. It's time to take your career into your own hands. You've saved money your whole life. Great.
Now it's time to put all your eggs into one basket and take a huge gamble on your future. Was passiert hier? A gamble that comes with a 100% chance of success in some cases. What are we talking about? We're talking about becoming a Fazbear Entertainment franchisee. That's right, restaurant ownership and management. Something almost anyone can do with a limited degree of success. Lass mich raten, sure, pizzeria. It's a lot of money to invest, but everyone's doing it. And that means it's safe and lucrative. With your initial investment, you'll receive everything you need to get started, including a small room, some tables, and electricity. But don't forget about the money you had left over after buying your franchise package. Use it to decorate, buy a stage, buy attractions and animatronics, and much, much more. Now, let's take a look at a few things that will help you get started as a Fazbear Entertainment franchisee. Such as atmosphere. Making sure your establishment has an inviting atmosphere is essential to bringing in new customers. Entertainment. Having a lot of entertainment value in your restaurant will ensure that customers come back. Bonus revenue. Coin-operated games and attractions can generate additional revenue during the day, which means more money in your pocket, ready for reinvestment. Oh, yeah, health yeah, and safety. Yeah, yeah. There may be times when you purchase something of questionable quality, and we don't blame you. Cutting corners is just good business. But there are steps you can take to ensure you don't get sued for it. And that brings us to liability. Being a thrifty shopper is smart, but be aware that buying things on sale comes with a certain amount of risk. Aside from the daily risk of lawsuits, there's also the risk that something might be hiding inside whatever you just purchased with that steeply discounted price tag. Okay. Of course, that would only be a serious danger if there were something outside that's been trying to get in for months now, which we are not confirming to be the case. Alles klar. Okay. This concludes the amount of help we are legally obligated to provide. Remember, you are now the face of the newly rebranded Freddy Fazbear's Pizza. Oh, wear that yeah. smile with pride and let's make some money. Ich bin das Gesicht Fazbear von Freddy Fazbear's Pizza. For disappearance, death or dismemberment. Die sind nicht verantwortlich dafür, wenn man Gliedmaßen verliert. Mom, ich brauche unbedingt eine Versicherung. Also es war quasi einfach nur so ein Tutorial-Werbevideo für was wir jetzt vorhaben. Und es war alles super ironisch. Eigentlich ziemlich, ziemlich witzig gemacht, muss ich sagen. Und unser Job ist es jetzt, irgendwie eine Pizzeria aufzubauen, denke ich mal. Und dafür brauchen wir natürlich diverse Gegenstände. Geschirr, Unterhaltungssachen, ein bisschen Roastbeef, ein Hühnchen, eine Pizza. Und halt alle möglichen Stuff, den man so gerne hätte, außer extra Käse. Let's get started! Eha! Tag 1. Oh! Du kleines süßes Mistding. Great. That du bist should nicht be so more unschuldig, than wie du tust. Now let's get started. Klar. On your left are your product catalogs. You can unlock more expensive catalogs by simply purchasing items for your pizzeria. The fuck mache ich hier? Das ist quasi FNAF im Sims-Modus. $200 reichen auch definitiv, um sich ein Geschäft aufzubauen. Mit Abstrichen fangen wir hier gar nicht erst an, Leute. Da wird richtig fett investiert, sag ich euch. So, was braucht man eigentlich alles? Nein, nichts für die Kinder, nichts, was Spaß macht. Hier, ganz, ganz langweiliges Pappgeschirr auf jeden Fall. Nein, nicht das bunte Schöne. Sanitäre Einrichtung braucht man nicht. Wozu gibt's Raumeck? Oh ja, auf jeden Fall. Ein Fan. Also ich meine, ich weiß, ich hab ja euch schon. Ein Quietschhändchen. Spiel wahrscheinlich. Okay, das nur für mich. Oh, Bucket Bob. Unavailable. Aber ich will Bucket Bob. Ich will so einen. Kann ich mir den nicht selber bauen? Mr. Kenu. Mr. Hugs. Warum darf ich die alle nicht haben? Die sind adorable. Ich möchte das alles. Pen-Stand. Okay, komm, wir kaufen eine Bühne. Aber ich werde nicht blank ziehen. Oh, jetzt haben wir hier offensichtlich einen neuen Markt freigeschaltet. Die Party-Jüte können wir uns noch leisten. Ach, na komm, los. So, und jetzt können wir die Gegenstände platzieren und dann werden die Massen nur so auf uns hereinströmen. Oder wie darf ich das verstehen? Oh, schön. Gemütlich sieht das aus. Das ist der perfekte Platz für ein Quietschhändchenbecken. Playtest. Ach so. Oh, Leute, ich bin reich. I'm rich as fuck. Ja, cool. Haben wir gut gemacht, oder? Es stimmt schon, ne? Die bunten Hütchen und Geschirrsachen sehen schon netter aus, würde ich sagen. Da steht mein größter Fan steht. Sponsorship-Offer?
Ah, die wollen Werbeplakate in meinem Restaurant aufhängen und dafür kriege ich $250. Ja, okay, ich nehme einfach jeden Scheiß, ne? Kein Geld der Welt wird hier abgelehnt. So, jetzt sind wir hier fertig und können dann endlich spielen, oder wie darf ich das verstehen? Your restaurant is now officially open. Awesome. Geschafft. That doesn't mean your job is finished, however. Ja, das habe ich mir gedacht. You have a lot of work to do. Oh my god. Eat their pizza in the other room. From your terminal, you have supplies to buy. Warum bin ich in den Belüftungsschächten untergebracht? Once you've taken care of all the items on your to-do list, you can log off for the day and get out of there. Oh, mama. Money for supplies and repairs comes out of petty cash, so don't worry about it coming out of your pocket. We've got you covered. The only money you have to worry about is if you choose to upgrade any of the equipment in your office. Now, onto other matters. Something to be aware of is that the ventilation system and your terminal are pretty loud and may prevent you from hearing things in adjoining air vents. Ich habe die gerade schon that leiser gemacht. Be a problem if there is nothing in the vents. However, if you feel that something might be in the vents, you have a few tools at your disposal to protect yourself. Okay. You can shut off your terminal and the ventilation system at any time to decrease the amount of attention you are drawing to yourself. Also, shining your light directly into a vent will most likely prevent anything from jumping out. You also have three tools available from the terminal itself. There is a motion detector, an audio decoy, and a secondary ventilation unit. Alles klar. Keep in mind, however, that you can only have one of these active at any given time. Das ist der FNAF-Part now get von to dem it. Spiel. Simply log off when you've completed your tasks for the day. And you can go get some coffee. Alles klar, ich soll quasi hier überleben, diese Aufgaben machen und falls irgendwas mich besuchen kommt, soll ich ganz schnell alles dicht machen. Passt schon, kennen wir ja schon das Prinzip, oder? Order Supplies. Ich soll hier die ganzen Sachen bestellen, das werde ich einfach mal... Ach so, das können wir natürlich nur einzeln machen, ja? Technik ist noch ein bisschen rückschrittlich, Leute. An irgendeiner Ecke müssen wir ja auch sparen hier, oder? Activate Motion Scanning. Es ist nichts unterwegs zu mir, oder? Bitte nicht, bitte nicht. Also, ich habe Angst vor diesen Schächten, Alter. Ah, ich kann hier die ganzen Sachen ausdrucken. Wo geht das hin? Wo kommt das jetzt raus? Darf ich das bitte auch wissen? Kann mal jemand bitte von euch hier hinkommen und Drucker-Warteschlangen erfinden oder sowas? Gibt freie Pizza. Alter, ich kann von hier aus die Glühbirnen ersetzen. Das habe ich jetzt gerade gemacht. Den Ofen sauber machen und die verstopften Toiletten reinigen. Hä? Warum gibt es nur in Bezug auf Putzaktivitäten Fortschritt? Okay, Leute. Noch einen Pfropfen durchdrücken und dann haben wir es, glaube ich, geschafft hier, oder? Und jetzt können wir uns auslocken. Fragezeichen. Hey! Ja, ne? Now let's ich bin just richtig focus gut. On getting you through your first week. There's a big party here Saturday. And you should view that day as your ultimate test. Make it through Saturday, and you will have proven yourself as the successful entrepreneur that we all know you can be. Wir müssen doch eine Woche überleben. Okay, bis jetzt konnte uns nicht allzu viel passieren. Congratulations on completing your first day. Dankeschön. However, Dankeschön. Your job isn't over just yet. Wo ist meine Bezahlung? There is another aspect to your end-of-day routine. Natürlich. Is inspecting and salvaging any animatronics found in the alley outside the back door. Things animatronics, die ich in der Gasse vor der Pizzeria gefunden habe. Klar, übergib ihn. Stell die mir alle ins Zimmer. Of course, as with everything else in this line of work, those benefits come with jetzt können wir das endlich mal lesen. Alles klar. You get no money for the salvage. Verstehe. Choose to keep it, and you run the risk of certain negative consequences, namely death. Oh, ach naja, wenn so ist, bin ich nur das Risiko ab zu sterben. Passt schon, kein Ding für mich. Mag mein Leben jetzt eh nicht so besonders. You must complete the maintenance checklist. During this testing phase, check on the animatronic frequently. Alles klar. If you feel that it is becoming unstable, use the taser provided to you. Boah, ich habe so richtige Sister Location Flashbacks gerade. Every use over 3, however, will decrease the item's salvage value. Before you is an animatronic found in the back alley. We are unsure of its origins. Wer tut die da hin? Complete the maintenance checklist before claiming it as salvage. Or if you choose to, you can throw it back into the alley where you found it. Okay, alles klar. Please make your choice now.
Ach, ich kann das sogar auswählen. Alles klar, okay. Ich habe jetzt die Wahl, das Ding entweder zurück in die Gasse, wo es herkommt, zu schmeißen und, ja, krieg dann eben kein Geld und hab dann quasi nichts von. Oder ich kann das untersuchen, um abschätzen zu können, ob ich da Teile von nehmen kann, halt prinzipiell für meine Einrichtung. Okay, ich würde sagen, wir stellen uns mal der Herausforderung, oder? Das ist ja nicht zum Spaß hier. Use your company-issued taser to return the animatronic to a neutral state if you feel that it's becoming unstable or aggressive. Taser. You can only use it 3 times before it begins to damage the animatronic and decrease its value. Okay, alles klar. Begin audio. Ich kann ihn nur 3 Mal schocken, sonst geht er kaputt. One. Ich muss auf Reaktionen achten. Ich weiß nicht, worauf ich gucken soll. Glaub nicht, ne? Begin audio prompt in 3, 2, 1. Alter. Kann ich den tasern? Ich kann gar nichts machen. Was mache ich? Document results. Alter, ich bin mir nicht sicher, no. Begin audio prompt in 3. Der steht da noch, ne? 1. Ich bin super nervös. Was zum Teufel? Oh, der zeigt eine Reaktion. Oh, der zeigt eine Reaktion. Ja, definitiv. Definitiv. Document results. Ja, habe ich schon. Das war eindeutig. Ich habe das Fundstück verloren? Ich habe gerade mein Gesicht verloren. Und irgendwas läuft frei rum in meiner Pizzeria und Leute, es ist nicht der Mozzarella. Ja gut Leute, und hier sind wir wieder im Shopping-Menü bei Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich muss ganz ehrlich sein, ich weiß nicht ganz, ob das was für mich ist. Es ist ziemlich im Stil wie Sister Location gehalten, ein bisschen Schwachsinn, ein bisschen Satire drumherum um dieses Fluff-Gruselzeug, was es eigentlich relativ unterhaltsam macht. Aber ich weiß nicht, ob ihr das gefällt, so mit diesen Aufbauen und Sachen kaufen und dann Schächten überwachen und so. Das eben war ziemlich spannend. Wenn das aber allerdings nur ein kleiner Teil ist von dem Game, dann... Aber ihr dürft das wieder entscheiden. Wenn das Spiel super krass bei euch ankommt, wenn ihr die Daumen in Heerscharen über dieses Video ballert, dann kommt auf jeden Fall noch eine Folge, dann ja, mache ich da gerne weiter für euch. Ansonsten... weiß ich nicht so ganz. Ich weiß absolut nicht, was ich davon halten sollte. Was meint ihr denn? Schreibt es mir bitte unten rein in die Comments. Und dann bedanke ich mich bei euch erstmal vielmals fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein und ciao, ciao.